Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter. Ihr seht jetzt schon, heute sind wir im Hochgebirge unterwegs, denn wir wollen heute mal ein bisschen gucken, dass wir vielleicht ein paar Steinböcke erwischen mit der 308 natürlich, die habe ich immer dabei. Die darf natürlich nicht fehlen. Absolut geile Waffe, mit der werden wir es heute versuchen. Natürlich auch die Kleinkaliber dabei. Muss ich auch mal eben durchladen. Falls wir die Alpenschneehühner oder was hier rumschwirrt erwischen. Mal gucken. Aber da ist auf jeden Fall immer die Chance da, dass wir die auch hier oben finden. Von daher, die auch am Start. Sollten wir gar nichts finden, werde ich mich mal unten zu der Lodge porten und gucken, ob wir da irgendwie einen Hirsch oder so finden. Ich glaube, da unten im Tal habe ich noch nie gejagt, oder? Zumindest kann ich mich daran erinnern, da jemals ein Video gemacht zu haben. Ich glaube, ganz am Anfang vielleicht mal, als wir da gestartet sind, dann hier hochlaufen mussten, als wir noch nicht das Zelt hier oben hatten. Und das ganze Stuff, aber danach, glaube ich, war ich nie mehr da unten. Na, mal gucken, was hier geht. Erstmal müssen wir natürlich so einen Steinbock finden, was an sich schon mal schwer genug werden könnte. Und dann sollten wir den auch gut treffen, dass wir den nicht so lange nachsuchen müssen. Also brauchen wir auch durchaus einen sauberen Schuss. So, mal kurz den Sound lauter machen, weil die immer nur so ganz bisschen klappern. Das hört man nicht so gut, die Rufe. Aber da müssen wir erstmal durch. Ich versuche mal da vorne auf den Hang erstmal zu kommen, damit wir dann zumindest mal das Tal überblicken können. Aber wenn hier am Anfang jetzt nichts callt, wird das wahrscheinlich bedeuten, dass da Schneehühner in der Nähe sind. Mal abwarten. Also wenn wir keinen Steinbock kriegen, dann haben wir mal Pech gehabt. Aber ich werde auf jeden Fall die Schneehühner schießen, wenn ich sie sehe. Aber erstmal latschen wir hier hoch. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen Übersicht haben. Aber ich glaube, in dem hier ist er doch gar nicht. Müssten wir fast noch ein bisschen weiter sogar. Aber das macht ja auch erstmal nichts. Für die Steinböcke bräuchten wir halt echt entweder den Call oder die Spur. Weil die so zu spotten, boah, klappt manchmal, wenn die im Hang stehen. Aber wenn die irgendwo zwischen den Büschen stehen, ist das eher gewöhnungsbedürftig. Und ich hoffe, ich rutsche nicht ab. Habe ich überhaupt ein Medikit dabei? Eins noch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, also vielleicht landen wir dann tatsächlich relativ schnell an der Lodge. Vielleicht auch schneller, als es uns lieb ist. Aber hier ist erstmal die erste Fährte. Was haben wir denn hier? Ah, doch ein Steinbock. Okay, der zieht aber da hinten hin. Was jetzt nicht so mein ursprünglicher Plan war, dahin zu laufen, aber wenn der dahin zieht. Na gut, ich werde hier eh nicht runterkommen, von daher kann er halt ziehen. Wir werden dem nicht folgen können. Weil hier kommt, glaube ich, ein etwas größerer Abhang. Aber da hören wir sie. Weiblicher Steinbock. Da kommt jetzt auch die Fährte. Was sind das denn für Laute? Sind die auch von den Steinböcken? Ist der Warnlaut oder was? Haben die mich schon gesehen? Aber guck mal, der müsste doch eigentlich da vorne schon sein, ne? Ist das nicht die Kante da? Ja, also theoretisch müsste der da sein. Ist auch der, den ich hier gerade verfolge. Aber vermutlich ist er jetzt genau hinter der Klippe da, so dass ich den nicht sehen kann. Und dann wird er auch da runterziehen, denke ich mal, wenn er schon in die Richtung zieht. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt für uns. Weil ich glaube, warten brauche ich hier nicht. Der wird sich nicht umdrehen und jetzt zu mir kommen. Und sehen tue ich ihn leider auch nicht. Heißt, ich müsste den echt versuchen,
ein Stück weit zum Laufen. Vielleicht, dass ich von hier komme und dann von da irgendwie einen Anblick bekomme, darunter ins Tal, wenn er dahin zieht. Also hier sehe ich ihn halt nicht. Müssen wir mal versuchen. Ich werde jetzt hier versuchen, den links zu umgehen. Aber ich glaube fast schon, dass das... Ich glaube, das sind echt Warnlaute, oder? Nee, ist ein männlicher Steinbock. Oh Gott, der ist da ganz unten. Na gut, aber... Ich muss ihn trotzdem versuchen, von links zu umgehen. Weil wenn ich den anderen verschrecke, ist der männliche Steinbock natürlich auch weg. Denke ich mal. Auch wenn die jetzt nicht so nah zusammen sind, aber vom Fluchtweg her, der ruft oft. Ja, aber der, guck mal, wie krass der schon. Der ist einfach viel zu weit weg, glaube ich. Den werden wir nicht bekommen. Wenn der auch in die andere Richtung zieht, dann ist sowieso bei alle Berge. Jetzt auch noch im Regen. Ah, mal gucken. Na, gucken, mal gucken, mal gucken. Ich werde erstmal da hinten zur Klippe laufen und dann mal sehen, was sich da für einen Anblick uns bieten wird. Was haben wir hier noch für eine Fährte? Oh, Steinbock. Das ist wieder der weibliche. Der zieht jetzt nach da. Aber der Call kam doch von hier unten. Keine Ahnung. Ach, von hier habe ich auch nicht so den geilen Blick darunter, ne? Ich müsste wahrscheinlich echt da vorne an die Klippe, damit ich da was sehe. Ich glaube, da oben steht einer im Hang, oder? Oder ist das ein... Ja doch. Guck mal, da vorne steht er. Ist das nicht sogar der männliche? Die Frage ist, wenn wir den jetzt beschießen, kommt er da runter? Okay, jetzt steht der neben uns. Hallo, Steinbock. Okay, der springt ab, aber der da hinten nicht. Oh Mann, das wird ein... Ja, ich glaube, das ist der. Ich glaube, das könnte der sein. Oh, scheiße, falsch das hier. Ich würde aber ganz gerne... Eigentlich einen Ticken weiter, damit ich sehe, wo der hinfällt. Weil ich muss mit denen ja dann irgendwie auch markieren. Denn wenn der einmal runterfällt, dann finde ich den da nie wieder. Wenn ich muss das ja vor allem umlaufen. Ich kann ja nicht die Klippe hier runter. Ist auch immer schön, hier mit Fernglas rumzulaufen. Da müsste nämlich die Klippe ganz schnell unten, weil du die nicht kommen siehst. Das wollen wir natürlich auch vermeiden, wenn es geht. Aber der ist ja noch, ist da. Ich weiß nicht, also ich glaube auf 160 Meter können wir noch hier ein bisschen rumpirschen. Das ist hoffentlich nicht so das Problem. So, aber guck mal, hier können wir den doch jetzt sehen. Aber das hört sich an, als wenn da unten noch irgendwo einer wäre. Da unten. Ach, die kämpfen da. Guck mal. Na, jetzt bin ich zu spät. Die haben da gerade die Hörner aneinander geschlagen, aber da oben auf dem Berg ist eindeutig größer. Ah, da habe ich die Kampfszenen verpasst. Schade. Na gut, aber bevor der da oben weg ist, was kommt denn da jetzt für eine Wolkenwand? Bleib mal schön weg, du Wolke. Ja, geil, jetzt steht er nämlich im Felsen. Dreh dich mal andersrum. Mal schön den Finger von der Maustaste, nämlich hatte ich hier so einen unabsichtlichen Schuss gleich raushau. Oh, die ziehen jetzt natürlich genau zu mir, wa? Warum dreht er sich denn da oben nicht? Na gut, wenn der sich jetzt halt gar nicht mehr bewegt, dann muss ich unten auf die schießen. Der bewegt sich doch keinen Meter mehr. Na, ist auch männlicher, aber ein kleiner.
Jetzt callt er nochmal. Männlich. Achso, das ist jetzt der, glaube ich, im Hang, der da gecallt hat. Jetzt kämpfen sie wieder. Nice. Haben wir das auch mal gesehen, aber da oben. Ohne Witz. Ich glaube, das wird nichts. Vielleicht, wenn ich schieße, dass ich den nachschießen kann. Ich möchte dem halt nicht da irgendwie in die Eingeweide schießen. Weil das wird. Das wird nichts. Ah, er hat sich gedreht. Jetzt müsst ihr nur mal stehen bleiben. Die da unten kämpfen wieder. Wenn er jetzt stehen bleiben würde, würde ich mir einen Schuss zutrauen. Im Berg ablaufen, glaube ich, das würde ich nicht gebacken kriegen. Jetzt aber. So, den haben wir. Da haben wir daneben geschossen. Ich glaube, den habe ich getroffen, oder? Oh, da war ich hinten dran. Da war ich sehr hinten dran. Nee, Freunde, das ist ja im Gebirge, ist das hier. Da laufen die ja zickzack bis zum geht nicht mehr. Da triffst du ja gar nichts. Was denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Steht er da jetzt oder ist der. Haben wir den so weit verwundet, dass der ins Wundbett gegangen ist? Könnte sein. Da ist das Horn von dem. Könnte durchaus sein, aber ist unser einer Steinbock jetzt runtergefallen? Habe ich. Ach, ich wollte ihn natürlich auch verfolgen, ich Idiot. Da unten ist er. Na gut, welchen markiere ich mir jetzt? Das ist eigentlich Latte, ne? Ob wir da hochkommen? Ich bezweifle das fast, dass wir den kriegen. Da bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass wir den kriegen werden. Aber erstmal müssen wir mal gucken. Na, ich glaube, der ist im Wundbett. Komme ich hier runter? Heile? Nee. Ja, das sieht so easy peasy aus, ne? Aber das ist mir, glaube ich, zu kriminell. Wo komme ich denn hier runter, verdammte Scheiße? Naja, da muss ich einmal ganz außen rum, glaube ich. Das hilft ja alles nix. Warte mal. Da vorne vielleicht. Vielleicht können wir den auch von der Seite nochmal beschießen. Vielleicht sehen wir den dann. Der sich da niedergetan hat. Aber ob ich den anderen da bekomme? Ja, vielleicht wenn ich von oben komme. Wenn ich hier so. Boah, da wäre ich hundertprozentig abgerutscht. Da ist schon wieder so ein Steilhang im Weg. Das wäre niemals gut gegangen. Deshalb lassen wir das mal schön bleiben. So, wenn ich jetzt hier keinen Weg nach unten finde, dann cutte ich das mal eben. Aber erstmal versuchen wir es. Nee. Aber was macht der Steinbock da? Ich sehe ihn jetzt, glaube ich. Da sind sie wieder. Ach, der ist tot. Und der andere ist auch noch da. Freunde, ja dann. Einer ist tot und der andere steht da jetzt. Ich sollte mich vielleicht mal hinlegen. So, das ist. Ich glaube, den kriegen wir echt nicht. Ah, der rutscht noch weiter runter. Okay. Alles klar, der liegt jetzt ganz unten. Aber erstmal müssen wir auf das Plateau hier kommen. Aber wie komme ich denn da runter? Hier ist ja auch vor allem nirgendwo eine Kletterstelle oder sowas. Ich glaube, hier komme ich auch nicht runter. Ich könnte natürlich. Was ich wirklich machen könnte, ist ein Medikit von mir zu opfern. Ich komme auch nirgendwo da hoch, oder? Eventuell an der Stelle dabei. Bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich hochkommen würde. Ich glaube nicht. Ich müsste wirklich ein Medikit, glaube ich, von mir opfern. Und dann da unten neu spawnen. Ich versuche jetzt mal hier runter zu rutschen.
Okay, war keine gute Idee. Jetzt rutscht er noch nach ganz unten. Bleib liegen. Heilen. So. Jetzt komme ich hier aber nicht her, weil ich an dem Felsen hier hänge, oder was? Oh nö, bitte nicht. Achso, ich bin noch gar nicht unten. Scheiße. Noch ein Medikit habe ich aber nicht. Stuntman-Action hier. Wenn wir Glück haben, kommen wir hier runter. Aber man rutscht hier halt auch echt so schnell ab, ne? Das ist so mega gefährlich hier. Aber hier kommst du doch runter, oder? Komm, ja. Uiuiuiui. So, müssen wir mal gucken, ob wir da hochkommen. Warte mal, ich kann es auch mal hier die Sprint-Taste an den Tag legen. Aber drei Steinböcke haben wir. Die müssen wir jetzt nur noch irgendwie alle bergen. Von, ich glaube, ich komme halt hier auch nicht von diesem Plateau runter. Hier kommen wir hoch. Wenn wir Glück haben, kommen wir an den ersten tatsächlich dran. Da vorne liegt da, glaube ich, ganz links. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwo abrutschen, ne? Warte mal, wenn ich hier oben hergehe, rutsche ich hundertprozentig ab. Das lasse ich mal sein. Das lasse ich mal schön sein. Wir gehen mal da hinten hin. Einfach straight auf den Steinbock zu. Da sollten wir auch hinkommen. Ja, ja. Wobei, das könnt ihr nochmal... Oh. Sollte aber hier gehen, oder? Komm, lass mich hier zu meinem Steinböckchen. Da sei er schon. Sauberer Schuss, war auch zum Glück sofort tot. In beide Lungen. Auf wie viel Metern haben wir denn geschossen? 157 Meter. Das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. So, warte mal. Zack. Kriege ich hier den Kopf ja auch noch hoch oder eher nicht so? Naja, so halb. Aber die Kamera hängt jetzt natürlich hier im Berg fest. So. Den haben wir erwischt. Den haben wir gerettet. Den haben wir auch verwerten können. Jetzt müssen wir mal gucken. Der andere ist hier irgendwo unten am Hang. Und bei dem ganz letzten, da weiß ich aber noch nicht, was ich da mache. Also nochmal abstürzen bringt mir jetzt nichts, weil ich kein Medkit habe, aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Deshalb müssen wir mal sehen, dass wir da irgendwie uns was einfallen lassen. Vielleicht komme ich da vorne runter, aber ich weiß es echt nicht. Ich glaube, ich bin echt auf so einem Plateau, auch wenn ich auf der GPS da gucke. Das sieht so plateaumäßig aus. Da wird nicht viel zu machen sein. Hier ist Blut, den haben wir tatsächlich in den Lungen getroffen. Guck an, da war jetzt nicht hier der, oder war das der denn? Ach, Körper, das ist Körperblut. Das sieht aber ganz schön hell aus. So, der müsste doch da vorne liegt da. Okay, den kriegen wir noch. Und dann brauchen wir einen Weg nach unten. Einen, der nicht so schnell ist. Aber da gibt es keinen, glaube ich. Ach, da ist er. Scheiße. Ja, gib mir doch jetzt den Steinbock hier, verdammt. Nee, nicht sprinten, hinhocken. So, den haben wir auch. Aber jetzt komme ich hier niemals runter. Niemals geht das gut. Da geht es schon los. Ja, das war's. Scheiße! Ja, und drücken sie eh, um sich selbst zu heilen. Habe ich nicht mehr. Scheiße. Hab ich nicht mehr, Freunde. Da muss ich echt hier, oder ich könnte hier starten. Und dann ganz außen rumlaufen, oder was? Ja. Aber wie merke ich jetzt, eine Einheit kostet, aber... Was sollen wir machen? Na gut. Aber ich würde sagen, eigentlich können wir hier Feierabend machen. Weil ich werde jetzt hier den Steinbock einsammeln gehen, aber ich werde da jetzt nichts mehr
großartig schießen. Die Folge ist auch schon wieder rum. Haben wir, boah, krass, ohne Cut haben wir halt mal 3 Steinböcke hier erlegt. Ist auch eher selten der Fall, weil die manchmal schon ein bisschen zickig sind. Aber hat ja soweit ganz gut geklappt. Deshalb werde ich jetzt hier noch den schnell einsammeln gehen. Spannend, es wird dann nicht mehr passieren, weil ich nicht mehr schießen werde. Ich werde jetzt dahin sprinten und mir den noch schnappen. Also bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Weidmannsheil, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.